So, in diesem Video beschäftigen wir uns mit dem Übungsblatt 3, Profile abphasen und verrunden, welches ihr im Skript schon bekommen habt. Als allererstes müssen wir ein neues Dokument aufmachen. Das müssen wir am Anfang eigentlich immer tun. Bisher haben wir ja immer Vorgabedokumente bekommen. Jetzt machen wir ein neues Dokument auf. Und zwar machen wir das, indem wir Steuerung oder Command und N drücken. Wir haben ja vorher uns eine Vorlage gespeichert mit den nötigen Dokumenteinstellungen, Maßstab, Einheiten, Plangröße und so weiter. Und das wollen wir jetzt nutzen. Dafür geht ihr dann nicht auf Neues Dokument öffnen, sondern auf Kopie von Vorgabe öffnen. Das ist ganz wichtig jetzt gerade. Und dann schaut ihr hier, dann macht es hier so eine Liste auf. Und dann müsst ihr irgendwo eure Vorgabe auch liegen. Neues Blatt A4 hochkant.sta. Wenn das nicht da ist, dann habt ihr möglicherweise diese Vorgabe in einem falschen Ordner gespeichert. Wenn das so ist, schreibt mich nochmal an. Ansonsten müsst ihr, vielleicht findet ihr es auch selber unter Programm, unter C oder wo auch immer ihr Vectorworks gespeichert habt, Vectorworks, Attribute und Vorgaben, und dann irgendwo Vorgabedokumente. Da müsst ihr das reinspeichern. Im Zweifel einfach nachschauen, wo, wenn ihr hier auf Datei und Vorgabe sichern klickt, dann wird euch ja ein Ordner vorgeschlagen, wo ihr das speichern sollt. Und in den Ordner müsst ihr halt das dann rein verschieben, diese Vorlage, wenn es falsch gespeichert ist. Ansonsten neues Blatt A4 Hochkant STA mit OK bestätigen. Dann wird das geöffnet und jetzt müssen in diesem neuen leeren Dokument ohne Titel 1 noch sind all die Vorgaben gespeichert oder all die Einstellungen gespeichert, die ihr vorher gemacht habt. Am Anfang ein kleiner Trick. Das solltet ihr am besten immer so machen, wenn ihr ein neues Dokument macht. Und das kann man sich auch für andere Programme eigentlich mal merken. Und zwar speichern wir das Dokument, auch wenn es leer ist. Zuerst müssen wir vielleicht ein bisschen rein und rauszoomen, damit es eine Änderung gegeben hat im Dokument, sonst weiß er nicht, was er speichern soll. Jetzt speichern wir das Dokument, indem wir auf Datei und Sichern gehen oder Command oder Steuerung S. Das speichern wir dann unter dem Namen Arbeitsblatt 1 in dem Ordner, wo ihr eure ganzen Zeichnungen speichert. Macht es am besten an einem Ort, damit ihr das gut übersichtlich habt. Vielleicht Unterordner erstellen, ne? Eine vernünftige Ordnerstruktur hilft nachher und spart der Zeit. Ich speichere das jetzt nicht, weil ich das schon sehr oft abgespeichert habe, aber ihr speichert es bitte ab. Vom jetzigen Zeitpunkt an werden Backup-Sicherungen gemacht, so wie ihr es in den Programmeinstellungen unter dem Reiter Sichern eingestellt habt, werden alle 5 Minuten oder 8 Minuten werden Sicherungskopien gemacht und die werden an dem gleichen Ort gespeichert, wie das Originaldokument sich befindet, so wie ihr es halt eben in den Einstellungen eingestellt habt. So, auf dem Übungsblatt 3, Profile abphasen und verrunden, sind so ein paar Querschnitte gezeigt. Das ist einfach dazu da, um das zu wiederholen, was wir bisher gelernt haben. Und ich fange an mit dem ganz oberen. Das ist so eine Querschnitt von der Leiste. Was es ist, ist unwichtig. Das ist nur Mittel zum Zweck, um diese Werkzeuge hier zu wiederholen. Als erstes zeichne ich eigentlich bei egal was ich zeichne, eine Grundfläche. In dem Fall ist das bemaßt mit 55 mal 24 mm. Ich öffne das Rechteckwerkzeug, indem ich zweimal auf die Nummer 4 drücke und gebe jetzt hier die Maße ein von diesem Werkstück. Das sind 55 mm in X und 24 mm in Y. Einfügepunkt ist mir egal. Ich bestätige das mit OK oder mit Enter und positioniere das auf meiner Plangröße. Anschließend habe ich hier oben links ein anderes Rechteck, was weggelöscht werden muss. Und das hat die Größe von 8 auf 16 mm. Zweimal auf die 4 gedrückt, x 8, y 16 mm. Einfügepunkt diesmal oben links bitte auswählen, mit OK bestätigen und dort positionieren. Anschließend haben wir hier ein anderes Rechteck, zeichne ich erneut mit zweimal auf die 4 gedrückt. X sind 10 mm, y sind 8 mm. Einfügepunkt ist Mitte rechts. Achtung, zweimal klicken, weil beim ersten Mal übernimmt er so ein bisschen, so diese Vorschau ändert er auf die Maße, wie sie hier oben tatsächlich sind. Einfügepunkt Mitte rechts. Mit OK bestätigen und dann können wir das hier rechts auf der mittleren Kante von dem vorherigen Objekt
Speichern. Anschließend drücke ich X, um ins Aktivieren-Werkzeug zu kommen, ziehe einen Rahmen über beide Objekte, über alle drei Objekte und drücke die Tastenkombination Steuerung, Alt und Komma. Entschuldigung, Steuerung, Shift und Komma. Dann wurden diese zwei Rechtecke hier rausgelöscht, auch wenn es zuerst so aussieht, als wären sie noch immer da. Das liegt nur an der Vorschau und die kann ich mit Entfernen nun löschen. Somit ist das Profil schon fast fertig, aber noch nicht ganz. Wir müssen noch diese Ecken hier verrunden. Mit Shift V war das Tastenkürzel für verrunden. Radius ist mit 3 mm bemaßt, gebe ich also hier oben ein. Aufpassen, dass die dritte Methode ausgewählt ist und ich klicke einmal da, einmal da und einmal da und einmal da. So, damit ist es schon fast fertig. Was fehlt, ist noch die Schraffur. Die Schraffur mache ich auch jetzt schon. Das ist ein kleines bisschen schwieriger, als das vorher war. Und wir werden jetzt eventuell auch nicht genau die richtige Schraffur hier nehmen. Na gut, also wir nehmen eine andere Schraffur, als auf dem Arbeitsblatt abgebildet ist. Es ist ein altes Dokument. Wir nehmen eine neue, die man auch nachher für die Meisterstückszeichnungen da oder für technische Zeichnungen allgemein nehmen würde. Und zwar, bei aktiviertem Objekt gehen wir in die Attributpalette, klicken auf die Füllattribute, wählen statt Solid die Schraffur aus und sehen jetzt schon, dass dort eine Schraffur vorgegeben ist. Wohnbaufläche 1 mm. Für Holz gibt es auch welche. Dafür müssen jetzt allerdings ein paar der Schraffuren schon runtergeladen sein. Wenn wir jetzt auf dieses Dropdown-Menü hier gehen, dann können wir auswählen bei Vectorworks-Bibliotheken Attribute und Vorgaben, Attribute Schraffuren. Das müsstet ihr euch eigentlich so voreinstellen. Da gehen wir auf Schraffuren-Tischler, nee, auf DIN-Schraffuren-Tischler, auf DIN-Schraffuren-Tischler und nehmen Hirnholz eng. Das ist diese ein bisschen unterschiedliche, ungleichmäßige Schraffur. Die können wir mit dem Doppelklick auswählen und dann wird die Schraffur zugewiesen. Hirnholz eng, sehe ich gerade, ist mir dazu zu weit, zu schmal, zu eng halt. Und deswegen gehen wir auf Hirnholz weit. Und das ist die Schraffur, die wir hierfür verwenden können. Die Weite der Schraffur bemessen wir folgendermaßen. Und zwar diese Mittellinie von diesen dreien. Wir sehen, es ist immer eine so Dreierpack von Linien, dann eine einzelne Linie und dann wieder ein Dreierpack von Linien. Der Abstand zwischen der Linie bis da, bis da, bis da. Also drei Abstände, einer, zwei und drei. Der Zeigerfang macht mir dann einen Strich durch die Rechnung. Ein, zwei, drei Abstände sollen etwa so breit sein, so lang sein, wie der Querschnitt, der schmalste Querschnitt des Werkstücks. Also das ist die richtige Schraffur. Breite für dieses Werkstück. Ja? So, damit müssen wir eigentlich jetzt nur noch die Bemaßung hier machen. Das Tastenkürzel B kennen wir dafür schon. Und klicken wir uns jetzt so durch. Wir starten mit dem Punkt hier, fangen uns diesen Endpunkt, bewegen den Cursor nach oben, ausrichten an Objektkante und ausrichten 90 Grad. Klicken nochmal, gehen nach oben, Tabulator-Taste drücken, 10 mm eingeben und mit zweimal Enter bestätigen. Als nächstes, entschuldigt, Frosch im Hals, ich mache mal kurz eine Pause dafür. Als nächstes diese Bemaßung hier, ich muss wieder noch einmal reinklicken, klicke dorthin, ziehe nach da, Tabulator-Taste, 10 mm, Enter und Enter. Die nächste Bemaßung ist diese Gesamtbemaßung hier, klicke hier. Nun muss ich mir wieder diesen Punkt hier fangen, dafür muss ich den Punkt möchte ich anklicken, dafür muss ich den Punkt fangen und mich nach rechts bewegen. Klicke einmal, bewege den Cursor und gebe jetzt 18 mm ein, weil 10 mm von der ersten Bemaßung plus weitere 8 mm. Dann als nächstes kann ich mir ich fange an mit diesem Punkt hier, weil den kann ich fangen von der anderen Bemaßung. Klicke dorthin,
Fange den Punkt, klicke dorthin, bewege den Cursor nach unten, Tabulatortaste 10 mm, Enter, Enter. Die obere Bemaßung hier, klicke dort und fange automatisch diesen Punkt da, parallel zu ARK, Außenkant, Außenrechter Kant. Ich weiß nicht genau, was es das heißt, auf jeden Fall fängt er uns schön auch die andere Bemaßung. Vielleicht, weil es noch aktiv war, die andere Bemaßung. Und jetzt kann ich den Trick machen, dass ich nicht 10 mm eingeben muss, sondern ich klicke hier nach nebenan. Das ist ja der richtige Abstand dann schon. Hier kann ich wieder den Punkt anklicken, den Punkt anklicken, bewege mich nach rechts, Tabulatortaste, 10 mm, Enter, Enter. Und so ist dieses Objekt dann fertig. Wir sehen hier übrigens in der Attributpalette, solange diese Bemaßung aktiv ist, dass hier die Liniendicke mit 0,1 mm angegeben ist. Das liegt daran, dass wir in unserer Vorlagedatei in der Klasse Bemaßung festgelegt haben, ich zeige das nur mal kurz, dass die Klasse Bemaßung immer ein Stiftattribut von Solid, Farbe Schwarz, Dicke 0,1 mm haben soll und das immer automatisch zugewiesen wird. Und deswegen gibt es in der Attributpalette jetzt hier dieses kleine Symbol. Das ist so ein Verweis, ja? So ein Verweis auf die Klasse, also 10 mm. Und das heißt halt, dass es im Klassenstil angelegt ist einfach, ne? So. Jetzt kann ich eigentlich schon das nächste Objekt zeichnen. Da gibt es viele Arten, wie man das machen kann. Also da schaut euch das an, probiert es gerne anders. Ich zeige jetzt einen Weg davon. Ich drücke zweimal auf die 4, um wieder mal eine Grundfläche herzustellen. Die Grundfläche in x setzt sich zusammen, oder die Breite oder das Maß in x setzt sich zusammen aus den 12 mm plus 43 mm. Das kann ich so da eingeben. Und in y sind das 40 mm. Bestätige ich mit OK, der Einfügepunkt ist egal. Bestätige ich mit OK und setze das dann auf mein Blatt. Als nächstes wieder ein Rechteck von diesmal 12 mm auf 20 mm. Einfügepunkt oben links, mit OK bestätigen und oben links auf dem Objekt ablegen. Nun kann ich X drücken, die Shift-Taste halten, damit kann ich ein zusätzliches Objekt anwählen, haben wir schon mal gemacht. Klicke das andere Objekt auch an, ich kann auch alternativen Rahmen drum ziehen und drücke dann die Tastenkombination Steuerung, Shift und Komma. Und dann entfernen, um das Rechteck oben wegzulöschen. Anschließend gehen wir in das Phasenwerkzeug, Shift F. In dem Phasenwerkzeug, findet ihr auch hier, können wir nun eingeben, wie gekürzt werden soll. Das ist wahrscheinlich noch eingestellt, auch bei euch, in erste Strecke und zweite Strecke. Wenn das nicht mehr so ist, müsst ihr in die Einstellung gehen und hier eingeben erste Strecke und zweite Strecke. Wir wollen jetzt für die rechte Phase hier, wollen wir, dass die eine Strecke, die erste Strecke, die ich zuerst anklicke, um 8 mm gekürzt wird und die zweite Strecke um 40 mm. Also klicke ich jetzt die erste Strecke an, die soll um 8 mm gekürzt werden und dann die zweite um 40 mm. Und dann bekomme ich diese Phase da dran. Das kann man auch anders zeichnen. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Schräge hier soll einmal um 6 mm gekürzt werden und die zweite Strecke soll um 40 mm minus 20 mm, also 20 mm, gekürzt werden. Mit Enter bestätigen. Dann klicke ich die erste Strecke an und die zweite Strecke an. Ich glaube, das Enter hätte ich gar nicht machen müssen. So, jetzt haben wir diese Grundkörper. Und am schlausten wäre es, wenn ich jetzt schon bemaßen würde, weil ich sonst diesen Punkt hier nachher gar nicht mehr fangen kann. Ja, ich mache jetzt aber diesen Fehler, um euch zu zeigen, wie man da wieder rauskommt. Das ist ein kleiner Trick dann dabei. Und zwar, genau, ich wollte es zuerst verrunden, also drücke ich Shift V für verrunden, Radius ist wieder 3 mm, klick, klick, klick,
Klick. Und jetzt gehe ich ans Bemaßen. Bemaßen, Tastenkürzel B, klicke hier, nach oben, 10 mm, Enter, Enter. Klick, Fang, Klick und dann eben daneben klicken, um den Abstand zu kriegen. Klick und dann hier der Klick, ganz wichtig, auf diesen Punkt hier. Ja, wieder das da bemaßen, den Punkt nach links. Und jetzt sagt er hier, der Zeigerfang, die Winkelhalbierende gibt er mir an, dass das schon 10 mm werden. Also kann ich da auch einfach klicken. Dann hier sehe ich das Problem jetzt schon. Ich kann diese 6 mm hier nicht bemaßen. Das geht nicht. Ich kann diesen Punkt hier, der da ursprünglich mal war, kann ich gerade nicht mehr fangen. Aber das Problem löse ich gleich. Also diese 40 mm auf der Seite hier sind einfach so bemaßt. Ja, schöner ist es eigentlich, wenn wir das so bemaßen würden. Wieder Tabulatortaste 10, 10. Und jetzt brauchen wir hier diesen Punkt. Und das mache ich jetzt über folgendes Werkzeug. Also ich halte es einfach. Ich nehme ein geraden Werkzeug und zeichne einfach mal hier so eine Gerade. Eine Linie. Ja. Tastenkürzel war die 2. Dann gehe ich ins Auswahlwerkzeug, ins Aktivieren-Werkzeug mit X. Oh, ich merke gerade, dass mein Heiligenschein nicht mehr an ist. Sonst würde man auch meine Tastenschläge sehen. Ich habe jetzt X gedrückt und jetzt ziehe ich das hier oben an die Objektkante. Einmal nach da. Und dann noch bei gedrückter Steuerung-Taste. Ich glaube, bei Mac ist es die Option-Taste. Bei gedrückter Steuerung bzw. Option-Taste kann ich das nach links auch nochmal rüberziehen. Das bedeutet, ich mache eine Schnellkopie. Das kennt man auch von Windows. Und dann kommt, während ich Steuerung drücke, so ein kleines Plus daneben. Man sieht, also ich drücke jetzt Plus, Moment, jetzt Plus, dann kommt dieses kleine Plus daneben. Und natürlich muss ich das Steuerung noch gehalten haben oder die Option-Taste, während ich loslasse, dann wird die Kopie gemacht. So. Und jetzt mache ich noch was, und zwar habe ich wieder die 2 gedrückt, ziehe hier eine Linie hin und hier eine Linie hin auf die andere Kante. Das kann ich mit dem Zeigerfang ja gut erreichen. Und jetzt verschiebe ich diese Linie ein Stückchen nach unten an der Kante entlang. Ist zugegeben etwas umständlich, aber ne, Fuschen muss ja auch gelernt sein. Und habe jetzt hier diese Punkte mir hingebastelt. Also kann ich jetzt mit dem Bemaßen-Werkzeug B hingehen, klicken. Dann muss ich diesen Punkt hier mal fangen. Ah, das ist jetzt sehr nah beieinander hier. Aber da scheint es zu gehen. Achso, ist ja der Einfügepunkt von der Bemaßung auch. Dann nach unten gehen, 10 mm eingeben und zweimal Enter drücken, wenn der Cursor richtig ausgelastet ist. B drücken, den Punkt anklicken, den Punkt fangen, hier klicken und die 10 mm von nebenan übernehmen. Anschließend lösche ich jetzt noch die Linien hier wieder weg. Wie gesagt, einfacher wäre es zu bemaßen gewesen, wenn man das vorher gemacht hätte. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, diese Bemaßung da einzufügen, aber das ist jetzt so mal hier genommen. So, anschließend möchte ich diese Schraffur auch da drauf haben. Und zwar einfach genau die gleiche, das ist jetzt der Einfachheit halber. Dazu klicke ich dieses Objekt an, gehe wieder in die Attributpalette, gehe wieder auf Schraffur und jetzt ist es etwas ein bisschen anders. Und zwar, wenn ich jetzt hier auf dieses Dropdown-Menü gehe, muss ich mir nicht hier draus die Schraffur suchen, auch wenn wir sie leicht finden würden, sondern ich kann sagen, in meinem offenen Dokument namens ohne Titel 1, bei euch heißt das ja Arbeitsblatt 3, klicke ich einmal drauf und nehme jetzt hier die Schraffuren, die hier schon verwendet wurden. Kann ich mir das daraus auswählen. Habe also eine kleinere Auswahl und es leichter zu finden. Nehme Hirnholz weit, bestätige mit Auswahl und habe das Objekt damit gezeichnet. Als nächstes ist hier neben ein weiteres Objekt,
Und das zeichne ich wieder mit einem Grundkörper von, also ein Rechteck, Doppelklick auf die 4. Und der Grundkörper hierbei ist 34 mal 60 mm. Bestätige mit OK, setze das hier hin. Anschließend kann ich ein kleines Rechteck. Da muss ich mich auch kurz orientieren. Zeichne ich ein kleines Rechteck, so einen kleinen Zipfel da. Also muss man vielleicht mal. Das kann man auf viele Art und Weisen zeichnen. Ich habe mich jetzt für eins gerade entschieden. Und zwar 8. Ich zeichne ein weiteres Rechteck 8 mal 6 mm. Also 6 mal 8 mm. Zweimal auf die 4 gedrückt. 6 mal 8 mm. Einfügepunkt ist oben rechts. Bestätige mit OK und setze das hier hin. Anschließend kann ich das um 18 mm nach unten verschieben mit dem Tastenkürzel Steuerung M verschieben. In X wird es gar nicht verschoben, sondern nur in Y und zwar um minus 18 mm. So. Anschließend muss ich hier noch ein anderes Rechteck weg abziehen. 4, 4 drücken, Objekt anlegen. In X haben wir jetzt 12 minus 6 mm. 12 minus 6 mm. Und in Y sind es 18 mm. Einfügepunkt ist oben links. Das bestätige ich mit OK und setze das hier drauf. So. Anschließend wähle ich das Objekt aus und drücke Steuerung, Shift und Komma, um die Schnittfläche zu löschen. Entferne das und danach drücke ich oder wähle ich beide Objekte aus, drücke Steuerung und K. Das Tastenkürzel hatten wir noch nicht, beziehungsweise Command und K. Das Tastenkürzel hatten wir noch nicht, das heißt Schnittfläche, das heißt Flächen zusammenfügen. Dann sind die Flächen zusammengefügt worden. Jetzt haben wir unten noch die Rundung zu machen. Das können wir mit Shift V natürlich machen. Radius sind diesmal 34 geteilt durch 2. Dann klicken wir hier hin, klicken wir hier hin, klicken wir dahin, klicken wir dahin und voilà, das Objekt ist fertig. Anschließend können wir wieder hingehen und, ach genau, das machen wir jetzt mal anders. Ne, wir machen es einfach wieder über die Attributpalette. Alternativ könnt ihr auch in Zubehörmanager gehen. Da kommen wir aber später auch dazu. Attribute, Schraffur auswählen und die richtige Schraffur zuweisen. Die Bemaßung verlege ich jetzt auf das Ende des Videos, weil das vielleicht nicht alle interessiert. So, das letzte Objekt ist auch, glaube ich, relativ einfach zu machen. Doppelklick auf die 4. Für X gebe ich 70 mm ein. Für Y gebe ich 24 mm ein. Einfügepunkt ist egal. Okay. Und setzen. Anschließend ein weiteres Rechteck. In X haben wir. X ist nicht bemaßt, sehe ich gerade. Bei sowas gilt immer sinnvoll ergänzen, wenn Maß fehlt. 10 mm gebe ich an. Und Y sind 8 mm. Einfügepunkt Mitte links. Mit OK bestätigen und auf der Kante hier positionieren. Anschließend haben wir hier ein Rechteck wegzunehmen. Das ist ein Rechteck von 8 auf vermutlich auch 8 mm. Da zeige ich einen kleinen Trick. Ich gehe ins Aktivieren-Werkzeug mit dem X, nehme mir dieses Rechteck hier und bei gedrückter Steuerung-Taste oder Option-Taste bei Mac, setze ich das nach oben rechts. Jetzt fehlt das, ist das Maß noch nicht richtig, deswegen gehe ich ins Info-Objekt und muss den Einfügepunkt allerdings noch nach rechts verschieben. Ich nehme mal nach oben rechts, damit hier nachher, dass diese Kante nach da sich verschiebt und nicht andersrum. Also in X ändern in 8 mm, dann ist das Rechteck auch da. Und das gleiche können wir nochmal machen, nach hier unten, Steuerung Taste halten beim Verschieben mit Drag and Drop, unteren rechten Punkt fangen, hier hin verschieben. Ich mache das gerade nochmal. Das Objekt
an der Ecke fangen, nach unten ziehen und bei gedrückter Steuerung-Taste bzw. Option-Taste loslassen. Jetzt kann ich hier wieder das X-Maß ändern. Der Einfügepunkt ist ja noch auf der rechten Seite. Dass der jetzt oben ist, ist egal, weil das Y-Maß ändern wir ja nicht. Das X-Maß wird verändert auf 12 mm. Mit Enter bestätigen. Et voilà. Dann drücke ich X, um ins Aktivieren-Werkzeug reinzukommen. Wobei, da war ich eigentlich schon, hätte ich nicht machen müssen. Markiere alle Objekte, Steuerung, Shift, Komma, Entfernen drücken und habe jetzt das hier. Jetzt muss ich nur noch Phasen, Shift, F. Die Maße muss ich hier jetzt leider wieder ändern. Das sind 3 auf 3 auf. Jetzt habe ich meine Ansicht geändert. Wenn das passiert, drückt ihr, oder geht ihr am besten hier oben über die Navigationspalette auf die Draufsicht wieder. Auf den 2D-Plan Draufsicht, nicht Ansicht von oben. Shift F, Phase, zweite Strecke, 3 mm. Klick, 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 klick. Und das war es eigentlich schon. Die Bemaßung spare ich mir hier. Ich glaube, oben lasse ich sie auch weg. Das kriegt ihr hin. Noch kurz Schraffur zuweisen. Einmal X, Objekt anklicken, Füllattribute, Schraffur. Hier drauf klicken, Hirnholzweit, Doppelklick und fertig. Jetzt haben wir hier noch so eine Verweislinie. Die gibt es. Ich nutze dieses Werkzeug eigentlich nicht, aber ich zeige das mal gerade. Bei der Werkzeuggruppe Bemaßen könnt ihr was runterscrollen. Achso, Werkzeuggruppe Bemaßen müsst ihr eventuell hier mal draufklicken. Bisschen runterscrollen und dann gibt es irgendwo eine Beschriftung, ist es, glaube ich. Da klicken wir hier hin. Also, na, nicht ganz sehe ich gerade. Wir klicken dahin, wo die Bemaßung sein soll, Beschriftung sein soll, dann dorthin. Und jetzt können wir hier einen Beschriftungstext eingeben. Ich finde das nicht sehr intuitiv, das Werkzeug, aber sei hier mal gezeigt. Phase 3 mal 3 mit OK bestätigen. Und dann ist da diese Beschriftung auch dran. Wie gesagt, die Bemaßung spare ich mir hier gerade. Damit ist diese Aufgabe auch fast gelöst. Denn wir wollen hier unten gerne noch ein Textfeld dran machen. Das machen wir folgendermaßen. Und zwar werde ich jetzt hier erstmal einen Rahmen drum zeichnen. Tastenkürzel 4 fürs Rechteck. Und jetzt klicke ich einfach einmal hier auf die Plangröße, einmal hier auf die Plangröße und kriege ein Rechteck von ziemlich genau den Maßen von meinem Blatt. Ja. Da können wir allerdings nicht durchgucken. Deswegen ändern wir jetzt die Füllattribute davon auf leer. Dann haben wir nur den Rahmen. Wir könnten es auch in den Hintergrund verschieben, aber das ist irgendwie komisch gedacht, ne? Wir wollen es ja leer haben. Da muss man immer durchgucken können. Anschließend machen wir das Ganze 5 mm kleiner, ringsum. Das heißt, wir gehen im Infoobjekt auf die Mitte davon und geben hier, ich glaube, wir machen diese Maße ja auch mal rund gerade, mache ich bei mir 200 ein. Das heißt, überall werden 5 mm weggenommen. Sieht man jetzt auch. Und oben und unten genauso, also 287. Voilà. Anschließend soll hier links, sollen aber 20 mm Platz sein für die Lochung. Ja. Das heißt, ich muss jetzt den Einfügepunkt nochmal auf rechts stellen und gebe bei x nochmal minus 15 mm ein. Dann haben wir diesen schönen Rahmen drin. Anschließend müssen wir das Ganze noch ein bisschen verschieben. Würde man dann Layouten nennen. Normalerweise zeichnet man ja auch keine Zeichenübungen, sondern halt Zeichnungen. Ne? Das ist ein großer Teil davon, das ist Layouten. Und hier unten, das müssen wir auch nach drüben verschieben. So. Und jetzt setzen wir unten noch unseren Rahmen hin. Dieser Rahmen, dieses Zeichnungstextfeld, das ist immer, oh jetzt, ich hoffe, ich lüge nicht, in X 180 mm, damit es nachher, wenn es nach DIN gefaltet wird, so ein A3-Blatt oder so ein A2 oder A1-Blatt, damit man dann das Textfeld immer lesen kann. Und in Y sind das, meine ich, 40 mm. Einfügepunkt unten rechts,
mit OK bestätigen und wird hier positioniert. Und dann brauche ich noch ein paar Rechtecke und zwar 4, 4 nochmal drücken. X sind diesmal nur. Das ist eine gute Frage. Ich glaube 60, nee, das kann nicht sein. 50 mm. Da schaue ich gleich nochmal nach, wie das genau ist. Y 20 mm, Einfügepunkt oben links. Mit OK bestätigen. Und hier dran setzen. Nee. Ich merke gerade, dieses Rechteck hier, das ist nur 30 eigentlich groß. Damit ist das hier dann wahrscheinlich eher, Einfügepunkt richtig nehmen, 15 mm. Aber 60 breit. Nee. Da bin ich nicht ganz sicher. Es ist auch hierbei jetzt noch nicht so wichtig. So, dieses Rechteck muss ich jetzt noch dreimal zeichnen hier. Ich mache es aber ein bisschen anders und zwar spiegel ich mir das. Tastenkürzel S. Wichtig ist in der Methodenzeile, dass ihr die zweite Methode ausgewählt habt. Ansonsten wird er euch nur das Original spiegeln, aber nicht das Duplikat machen. Und jetzt klicken wir da, wo es gespiegelt werden soll. Also um diese Kante hier soll es gespiegelt werden. Ein Klick da, kriegt man so eine Vorschau und ein Klick da. Anschließend klicke ich auf die Mitte von diesem Rechteck hier, ein Klick da und ziehe das nach unten auf oder nach oben, ist egal. Dann ist es nach da gespiegelt, klicke nochmal da, da, dann ist es nach da gespiegelt und fertig ist unser Textfeld. Ich schaue gleich nochmal in der DIN nach, ob das ganz genau sein muss. Dann werde ich es nochmal nachschlagen, aber ansonsten nachtragen. Ansonsten sind das jetzt die Maße, die wir hier erstmal festlegen. Das können wir mit X verlassen, wieder das Werkzeug. Und anschließend müssen wir unseren Text noch einfügen. Text hat das Tastenkürzel 1. Da klicken wir in das Feld, wo das rein soll und geben ein Übungsblatt 3, Doppelpunkt. Enter. Und streng genommen klein geschrieben. Aber die Befehle sind ja Abphrasen und verrunden, deswegen habe ich es wahrscheinlich so geschrieben. So, und das verlassen wir mit Escape, das Werkzeug. Maßstab M. Leerzeichen 1, Doppelpunkt 1. Blattnummer 1. Und das kann man jetzt noch so ein bisschen hübscher machen, indem man den Mittelpunkt von dem Text packt, ja, und den auf den Mittelpunkt des Rechtecks setzt. Dann ist das schön mittig. So, und um jetzt noch mehr Zeit zu sparen, noch ganz schlau zu sein, kann man sich das andere, den anderen Text auch noch mit dazu markieren und mit dem Spiegeln-Werkzeug übers Tastenkürzel S hier rüber spiegeln. Ja, damit haben wir uns die Positionierung des Textes gespart und können jetzt hier noch eingeben Name. Dann sagt er, spart sich die Positionierung. Mit der gedrückten Shift-Taste und den Pfeiltasten kann man so pixelweise etwas verschieben. Nur zur Info. Gerade wäre es schneller gegangen, wenn ich es mit der Maus gemacht hätte. Und hier Steuerung A, um das Ganze zu markieren, wenn ich möchte, kann ich eingeben, heute ist der 19.02.2021. Das schiebe ich nochmal ein bisschen nach rechts. Voilà. Gut, die Aufgabe ist so gut wie bearbeitet. Wichtig ist nur mir, dass ihr alles immer exportiert. Deswegen gehe ich wieder auf Datei, Export, PDF und mit den gleichen Einstellungen wie bei den letzten Übungen könnt ihr nun OK drücken, damit das Ganze
gespeichert wird und das bitte dann nachher hochladen in den Abgabeordner.